Im Turnauer Ortsteil Patenfeld entsteht gerade eine neue Ausstellung, die ab 1. Mai geöffnet ist. Es ist eine private Sammlung von Frau Anita Hofmann. Frau Hofmann, was ist das denn für eine Ausstellung? Das sind Nachttöpfe aus ca. 30 Jahren Sammeltätigkeit. Das Motto heißt Nachttopf auf Spitze. Habe ich den Kulmbacher Klöppeldamen zu verdanken. Die stellen mir nämlich ihre wunderschönen Erzeugnisse zur Verfügung. Die werden hier mit dekoriert zusammen und mit meinen Hütchen oder sonst noch Sachen. Ne? Zum Beispiel eben was dazu gehört, was man da so sieht. Zum Beispiel die Stehsacherla und ein paar Hütchen und so weiter. In der Ausstellung zeigen Sie ja auch ein paar Lieblingsstücke. Können Sie uns eins davon mal vorstellen? Ich habe mehrere Lieblingsstücke, aber ein ganz besonderes, weil ich da eben eine Erinnerung damit verbinde. Und zwar ist es dieser Topf aus Irland. Das heißt, hergestellt ist er in England. Ich habe überwiegend Töpfe aus England. Und zwar muss ich Ihnen da folgende kleine Story dazu erzählen. Ich war 1968 mit meinem verstorbenen Mann in Irland, da sind wir um die Insel getrennt und ich hatte da so eine tolle Erinnerung dran, dass ich mir zu meinem 50. Geburtstag eine Reise nach Irland mit meinen Kindern gewünscht habe. Und das wurde mir auch erfüllt, alle Leute, die ich eingeladen habe, die haben gespendet und dann sind wir eben nach Irland geflogen und mit einem Mietwagen um die Insel getrennt. Wir waren da 3 Wochen unterwegs und da war im letzten Tag, das war in Galway, am nächsten Tag sollten wir zurückfliegen, da habe ich doch tatsächlich in einem Antiquitätengeschäft, so ein kleines Lädchen, habe ich 2 Töpfe entdeckt. Diesen Topf und einen noch etwas älteren, der hat mir auch sehr gut gefallen, aber man musste bar bezahlen. Natürlich, in solchen Läden muss man immer bar bezahlen und so viel Geld hatte ich nicht mehr. Dann habe ich gesagt, einen Topf oder 2 Töpfe und dann müssen wir die Nacht im Auto verbringen. Und dann habe ich das meinen Kindern also doch nicht zumuten können und wollen. Und dann haben wir trotzdem nochmal Bed and Breakfast genommen. Und dann habe ich diesen Topf genommen. Es ist ein wunderschöner Jugendstiltopf. Also ich schätze, dass so ein bisschen Jugendstil war von 1890 bis 1915 ungefähr. Und das ist noch eine Besonderheit, weil er eben zwar auch gedruckt ist, aber noch extra nachgemalt ist. Man sieht es daran, dass das immer nicht ganz gleichmäßig ist. Und dadurch, dass wir haben ihn dann mitgenommen und den anderen haben wir dort gelassen. Aber ich traue deswegen nicht nach, ich habe andere auch. Das ist eben einer, wo ich eine besondere Erinnerung dran verbinde.